Entschuldigung, wie lange trainierst du noch? Wie lange trainierst du noch? Also wie viele Sätze machst du noch? Noch so 18 Sätze. Okay. So, meine Lieben, ich bin gerade im Fitnessstudio. Entschuldigung, hallo. Entschuldigung. Hallo, ich bin hier dran. Ich bin hier dran, weg. Weg hier. Immer die Leute, die nicht gucken können, Alter. So, jetzt geht's los, Digga. Jetzt werde ich richtig heftig trainieren, Mann. Ich werde das Gym auseinandernehmen. Meine Kopfhörer! Geh wieder nach Hause, ey. Vorbereitet. Also wir haben ja so ein Referat über Träume, was wir machen müssen, und ich habe mich zum Beispiel damit auseinandergesetzt. Was? 2 Minuten und 1? 2 Minuten und 1. Das war ein geiles Training. Jetzt schön duschen, Alter. Boah, ich hab so Bock, ne? Ich hab so geschwitzt, Alter. Oh mein Gott. Nee, ne? Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war mal ein anderes Video, deshalb bitte ich euch, lasst mich mit Hilfe einer Bewertung wissen, wie ihr das Video fandet, wie ihr generell solche Videos finden würdet. Ich probiere mich als YouTuber immer so ein bisschen aus. Ich mache mal solche Videos, mal solche. Ich weiß, man trifft nicht immer den Geschmack von allen, aber wenn ich so verschiedene Videos mache, dann ist für jeden mal was dabei. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Vielen Dank auch an Mandy, die die Frau gespielt hat in dem Video. Ich werde ihren Kanal in der Endcard verlinken, da könnt ihr sie gerne abonnieren. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Situation ihr erlebt habt. Und es gibt noch viel mehr nervige Fitness-Dinge. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was euch sonst noch so passiert ist oder was euch einfällt, was übelst nervig ist, so im Fitnessbereich. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den Outtakes. Oh, hi, du bist auch da. Okay, nochmal. Hi. Ja, gut. Ja, auch gut. Und,
und versuchst, dich an deine Träume zu erinnern, dann kann es halt echt sein, dass du dich jeden Morgen daran erinnern kannst. Okay, ich träume gerade davon, meinen Satz zu Ende zu machen. Warum musstest du lachen? Weil du so oft gefragt hast.